Okay, ich mache heute mal ein ganz ein kurzes Video. Ich meine, ich mache es mit einerseits, zeige ich mal GeForce Now, wie gut es funktioniert, wenn man eine brauchbare Internetverbindung hat. Und vielleicht bin ich jetzt auch schon etwas spät dran, aber ich zeige mal Wall World her. Ist ein kleines, das nennt man glaube ich Roguelike, wo man so einen Roboter steuert, etwas im Berg abbauen muss. Und dann sein Roboter aufrüsten kann und in der Zwischenzeit kommen immer wieder Gegner rein. Und ja, das ist es so ganz kurz und grob erklärt. Ich zeige das jetzt einmal dann auch einfach ganz kurz her, was man da so macht. Also eine Partie, glaube ich, dauert im Schnitt 15 Minuten. Da läuft der Timer runter, weil dann kommt eine große Welle von Angreifern. Und das ist es in Summe. Also mein Opa sagte einmal, dass die Mauer einen Rand hat und dass die Menschen früher unten auf dem Boden lebten. Er sagte, die Erde sei rund. Klingt verrückt, oder? Wie kann man auf einer Kugel leben? Und woher weiß er von diesem angeblichen Boden? Wir leben schon seit mehreren Generationen an der Mauer und bisher hat noch niemand auch nur die Spur einer Decke oder eines Bodens gefunden. Die Mauer erstreckt sich unendlich weit in alle Richtungen und ihr Inneres versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn dann nicht die Zyrex wären. Diese Kreaturen greifen wie ein Uhrwerk an, also solltest du dich nicht zu weit aus der Deckung wagen. Aber manchmal müssen wir diese Ausflüge trotzdem machen. Früher oder später werden die derzeitigen Minen erschöpft sein. Die einzige Chance, eine solche Expedition zu überleben, ist dein Robo-Spider und der mit ihm verbundene Mauerläufer Notanzug. Aber selbst mit der richtigen Ausrüstung kommen nicht alle zurück. Nicht einmal die Hälfte von ihnen tut das. Aus irgendeinem Grund möchte ich immer mehr glauben, dass diejenigen, die nicht zurückkehren, genau diesen Rand gefunden haben, von dem mein Opa sprach. Vielleicht haben mich seine Worte mehr berührt, als ich dachte. Vielleicht bin ich deshalb auch ein Mauerläufer geworden, um den Rand der Mauer zu finden. Okay, das ist jetzt einmal so kurz das Intro. Und dann starten wir einfach einmal. So, das heißt, das ist jetzt dann der Hauptbildschirm und ich habe da jetzt eben schon ein bisschen gespielt und habe da so ein paar Upgrades gekauft, also dass man schneller laufen kann. Dass die Waffe ein bisschen besser ist, dass man mehr Kapazität zum Tragen hat, dass man einerseits mit den Robo-Spidern nach oben sich etwas katapultieren kann oder nach unten schnell abseilen. Okay, dann starten wir mal eine Partie. Warten wir noch etwas, bis das alles geladen ist. Okay, und los. Das heißt, wir haben da jetzt an die erste Mine. Das ist jetzt auch schon ein Upgrade, was ich immer gekauft habe, dass das sozusagen ein bisschen was da frei macht. Und dann ziehe ich meinen Anzug an und kann quasi los meinen. Mit der linken Maustaste schießt man eben das frei und sammelt halt dann da diese Ressourcen ein, mit denen man dann wieder Upgrades kaufen kann. Also es gibt dann auch nur so zufällig spawnte Upgrade-Punkte in der Mine. Das heißt, ich versuche es mal anzufinden, vielleicht, oder ob da überhaupt einer ist. So drauf kann man den Versuch so irgendwie relativ schnell. Sachen zu finden oder halt das Ende ist von der Mine. Das liegt man manchmal besser, manchmal gar nicht. Und da unten links sieht man genau so neben meiner Lebensanzeige. Mir fällt gerade auf, das kann man gerade gar nicht sehen, weil da ist mein Gesicht im Weg, aber man sieht die Anzeige, wenn sie voll wird, bedeutet Gegner sind relativ nahe. Das heißt, ich gehe mir jetzt wieder zum Schiff zurück. Ich habe jetzt eben so eine Kugel zurückgebracht, eine Drohne, die automatisch auf deine Gegner zielt. Das ist relativ praktisch, weil man muss ja nicht alles selber machen. Und jetzt muss ich eben da meinen Robo-Spider verteidigen.
Gut, okay. Und ich begebe mich wieder in die Mine. So, jetzt werde ich aber... mich da quasi rüberschieben, damit ihr da nicht dauernd mein Gesicht betrachten müsst. Oder das mein Gesicht schon, aber so. Schauen wir, jetzt werde ich das da auch noch ein bisschen verschieben. So. Das heißt, jetzt sollte es für euch besser sichtbar sein. So, passt. Okay, so, machen wir weiter. Okay, so die erste Welle ist geschafft. Jetzt schauen wir, dass wir die Mitte relativ schnell säubern. Das, das habe ich dann vorher gemacht, dass da links unten so Anzeige eben ist. Dann die nächste Gegnerwelle Werfer. Okay. Hoffen wir mal, dass die Drohne, was ich da am Anfang erhalten habe, jetzt dann quasi den größten Teil der Arbeit für mich erledigt. Kaufen. Also einerseits möchte ich mir jetzt einmal kaufen, dass ich schneller abbauen kann, dass ich mich ein bisschen schneller bewege, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Pistole besser ist. Ja, und damit habe ich am Anfang jetzt schon einmal ein paar Erleichterungen für mich gekauft. Jetzt sieht man, jetzt baue ich schon mal wesentlich schneller auf. Der eigentlich schon einer der größten Vorteile ist. Und das ist eigentlich genau das, was man in den Spielen dann halt macht. Das heißt, die Gegnerwellen werden dann auch schwieriger, es werden immer mehr. Und auch unterschiedliche Gegnertypen, die was am Anfang relativ leicht sein. Also das heißt, da ist jetzt noch nichts dabei, was Probleme bereitet. Thank you.
Okay, brauche ich da jetzt noch irgendwas? Nein. Ich werde es jetzt einfach so machen. Ich gehe jetzt weiter. Das heißt eben, was ich da schon für Upgrades habe, einerseits dass ich springen kann, was es ein bisschen schneller macht. Mine rein. Schau, was mit vorwärts. Also, es ist immer so zweigeteilt. Bis jetzt, mein Dino wahrscheinlich relativ umfangreich bin, ist es halt zum Großteil eben dieser Part, wo man aufbaut. Quasi sich seine Upgrade-Ressourcen besorgt, dass man also die jeweilige Währung parat hat. Und halt dann quasi mit dem Roboter eben kämpft. Und dann halt der dritte Part, wie bei jedem Rover ist dann, bei jedem Roguelike ist dann, dass man sich Upgrades kauft. Die dann nachhaltiger bleiben, weil das, was ich mir da jetzt erarbeite, ist dann nur für die jeweilige Session eben. Also danach muss ich wieder von Null anfangen. So. So, jetzt wären wir da. So, eben jetzt sieht man auch schon, dass diese Gegnerwelt dann immer größer werden. Ich kann eben auch dieses Drohnensystem upgraden, was nicht ganz verkehrt ist, weil das mir mein Leben halt sehr, sehr erleichtert. So, passt gut. Und jetzt habe ich da das nochmal upgradet, dass das jetzt noch schneller ist. Jetzt habe ich einen Overdrive, das zeige ich dann nachher, was das eben ist. Jetzt hole ich mir da gleich noch ein paar Upgrades, dass ich mich da schneller bewege. Das macht dann das Leben auch noch ein bisschen einfacher. Und da noch ein Maschinengewehr Feuerlade. Und hier geht's. So, der Overdrive ist jetzt eben, dass ich quasi mit der Shift-Taste dann mich schneller bewegen kann. Die sind ungefähr so gut wie meine Staubsauger-Skills in echtem Leben. Also da
so fair immer die Bröslein zu sagen und verpasst die halben. Okay, gut. So, weiter geht's. Aber dann werden wahrscheinlich immer viel sein in der Höhle. Also, schon was. So, gehen wir weiter. Zum nächsten Diener. Da diese Wolken, da wird es dann irgendwie drauf kommen, eigentlich ist schon relativ gefährlich. So, schauen wir mal, was da ist. Alle, dass ich da noch was kaufen kann. Da kann ich noch. Was ist das? Aber das Gestein da ist schon ein bisschen.
gegangen. Jetzt werde ich mal da mal gleich die Bohreffizienz nochmal kaufen. Ich werde da nichts kaufen, weil ich zu wenig Strom habe.
Damit haben wir eine Runde sozusagen überstanden. Und jetzt kann ich eben schauen, was kaufe ich mir jetzt als nächstes, damit das Spiel quasi dann immer leichter wird. Als nächstes werde ich mal das kaufen, dass ich mehr Zeit zwischen die Feindwellen habe. Was ist das? Ja, ich werde mal meinen Rucksack upgraden, weil das relativ teuer ist. Ja, aber das ist in Summe jetzt das Spiel, wie sich das anfühlt, was man machen muss. Und das ist halt dann quasi wie bei jedem Rogue-like, dass man es immer und immer wieder macht und dadurch halt irgendwie, dass es immer leichter wird und irgendwann hat man es dann geschafft. Also ich kann es jetzt noch gar nicht spoilern, wie es ausgeht und habe ich auch nicht vor. Es gibt dann auch noch eben ein DLC. Das ist einmal das und das war gerade, das war, wie ich es gekauft habe, auf Steam reduziert. Jetzt muss ich gleich nachschauen, wie viel das eben gekostet hat. Schauen wir mal, was das ausgemacht hat. Ich lasse mich mal überraschen. Aber ich glaube, das war relativ günstig. Was hat das bei Steam gekostet? Wohl. Wallworld, ja, es hat, glaube ich, habe es, glaube ich, günstiger gekauft, aber es kostet zum Vollpreis an nur 6,89. Also ist relativ günstig. Ah, was sicher cool ist, also was für ein Clemens sicher was wäre für Steam Deck, weil die Steuerung eigentlich relativ gut darauf funktioniert. Aber ich wollte es gleich kurz herzeigen eben und dann mal selber testen, wieder was Neues. Und ja. So viel dazu. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.